Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bug Fables. Also, ich habe mich klug gemacht über die Quest vom letzten Part. Und ja, tatsächlich hier irgendwo. Ja, verdammt. Hey Reed, wie? Was willst du? Bist du Attias Freund? Ja, das bin ich. Was ist denn mit dir passiert? Suchst du nach Ärger? Wir machen eine Request für sie. Sie fragt uns, dass wir die schwarzeste Farbe holen sollen. Aber dieser Typ, der will nichts mit uns zu tun haben. Okay, ich sehe es. Ich weiß, dass sie die Farbe will, aber ich möchte nicht, dass sie mit dem Typen da jetzt irgendwie da hingeht. Es mag ein echt tougher Typ sein, aber sie ist meine softe Zone. Ich möchte nicht, dass sie in Schwierigkeiten gerät. Aber da du in diesen Ort gehen kannst, glaube ich, dass ich dir helfen könnte. Ich weiß, dass... Also, ich habe früher diesen Typ gekannt, aber wir hatten noch nicht seit einem Ausfall irgendwas. Also konnte ich nicht die Farbe von ihm holen. Er macht wahrscheinlich etwas sehr Schreckliches über mich, wenn ich da selber hingehe, aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen von einer langen Zeit. Also hier, gib das ihm. Du hast eine Shady-Note erhalten. Eine Notiz von dem Reed zu Tennant. Du solltest sie nicht lesen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Aber wage sich das zu öffnen. Es hat wirklich sensible Informationen. Info, die nur für seine Augen bestimmt sind. Gib es ihm einfach und frag und stelle keine Fragen. Er wird dir die Farbe geben. Du weißt, einfach nur das zu sagen, macht mich sogar noch neugieriger. Leaf, nein. Okay? Du möchtest niemals wieder mit uns schlafen. Oder du... Ja, du würdest niemals mit uns schlafen, dass du wissen könntest, dass etwas mit uns passieren wird. Hör zu. Einfach, tu das einfach nur und alles wird ohne Probleme gehen. Ich glaube, ich kann euch darauf vertrauen, oder? Wie? Ja, ich weiß, Reed. Belass das einfach mir. Gut. Das ist so shady. Okay. Dann an der Stelle machen wir weiter mit einer ganz anderen Request. Nämlich, ich schieb doch was dazwischen. Und zwar einer der, sagen wir mal, etwas schwereren Lore-Books in diesem Spiel. Okay, mit schwer meine ich aufwendig. Eigentlich ist es nicht schwer. Und auch eigentlich völlig random, wenn man mich fragt. Auf jeden Fall gibt es einen Charakter, der halt in komplett Bug Fables immer herumreist. Mit dem muss man reden. Also zuerst ist er in den Golden Settlement. Da ist er jetzt nicht. Das heißt, das habe ich schon bereits abgehakt. Dann kann er jetzt als nächstes... Also er muss halt überall reden. Also zuerst er beim Golden Settlement wäre halt er gewesen. Da ganz... Da bei diesem Raum, wo ich gerade... Da rechts bei dem Raum, ganz links, da wäre er oben, wäre ein Charakter gewesen. Der Kenny, meine ich. Und diesmal, wenn man mit ihm redet, endet er seinen Ort. Ich habe schon bereits mit ihm da gesprochen. Das heißt, dass er schon bereits seinen Ort geändert hat. Ich glaube, das ist sogar der hier. Hier, der Speakingdom ist sehr fantastisch, denkst du? Die Luft ist sauber, die Leute sind nett, es gibt eine große Sicht und gutes Essen. Denkst du, du bleibst hier? Nein, ich glaube nicht, dass ich es werde. Ich möchte sehen, was sonst die Welt zu bieten hat. Wir werden dich nochmal treffen, Abenteurer. Mögen wir uns nochmal treffen, in der Tat. Okay, das heißt, dass ich jetzt hier einen Schritt weiter bin. Ich weiß nicht, was sechstes war, der in Defina Wood oder war er im End Kingdom? B
bis dann mit Anked Kingdom. Ansonsten gucke ich mich hier im Defender Wood um. Oh, da. Ist er schon. Hier, suchst du immer noch? Übrigens auch schön, wie er so schnell nach unten kam. Ja, ich muss sagen, Defender Wood hat wirklich einen Charme. Wirklich, der Sand ist nicht zu viel für uns. Obwohl es nicht am schönsten ist, die Leute handeln und arbeiten zusammen, um den Durst und die Banditen auszuhalten. Es ist eine historische Seite in einer sehr eng verbundenen Community. Könnte es sein, dass es der Ort ist, den du zu Hause nennst? Immer noch nicht, aber wir werden sicherlich irgendwann nochmal treffen. Dann sicheres Reisen. Dann als nächstes ist der jetzt hier im End Kingdom. Und zwar sollte der jetzt hier unten sein. Yes. Wir treffen uns doch mal, Freund. Mal möge ich den Namen fragen. Oh, hey, ich bin Kenny. Ihr seid wie Cap und Leaf, richtig? Hey, die Worte verbreiten sich. Wir sind überrascht, dass es dich so lange gedauert hat, um das Endkingdom zu erreichen. Naja, so lange, der war schneller als wir. Und das, obwohl wir hier die Ultra-Schnellreise genutzt haben. Es ist wirklich ein sehr entspannter Ort. Viele Kulturen kommen hier zusammen. Aber bevor du fragst, ich glaube auch, dass ich hier nicht klein werde. Ist eine lange Suche, ne? Alles, was ich weiß, ist wunderschön. Ich möchte einfach nur mehr sehen. Nun, lass uns später irgendwann wiedersehen. Die Quest, die können wir es jetzt wirklich machen. Also, er ist jetzt im Spielstand, Chapter 6. Weil jetzt wäre es der Exist da in diesem Beak. Da, nee, wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall da ist ein Termit Capital, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt vorgezogen habe. Weil das kann ich jetzt mit der Farbe dann prima kombinieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er hier ist. Ich kann einfach die Augen ein bisschen offen halten. Aber zuerst einmal kann ich mit dir reden. Hä? Wir haben eine Antwort erhalten. Schön, hier ist die Farbe. Aber tu mir einen Gefallen für Reed, nicht für dich. Oder nee, das ist ein Gefallen für Reed, nicht für dich. Du hast eine Dose von der schwarzesten Farbe erhalten. Eine Kanne voll mit der schwarzesten Farbe, die jemals erschaffen worden ist. Du kannst doch nicht mal das Licht sehen, was darauf reflektiert. Wir haben keine Tätigkeit mehr zwischen uns oder kein Geschäft mehr zwischen uns. Verlasse. Ah, was für ein undankbarer Typ. Nun, wir haben die Farbe, also lass uns die übergeben. Erstmal reden wir nochmal mit Kenny, wenn ich den hier irgendwo finde. Ah, nee, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich habe mich gerade wieder spontan dran erinnert. Der ist da irgendwo beim Hotel. Gibt es hier irgendwo... Ja, genau, hier. Das hier hat mehr Stockwerke. Oh. Auch mal mit Leuten reden. Da hier ist er nicht, by the way. Ich kam hier ganz von dem Golden Settlement. Es war nicht schön, hier in den Forsaken Lands hier verloren zu sein. Aber es war wert, hier alles zu sehen, was die Stadt zu bieten hat. Die Stadt ist nett und alles, aber ich wünsche mir, es wäre weniger grau, versteht ihr? Oh, neue Mitbewohner. Die Maschine da drüben kann Items kombinieren, wenn du willst. Schmeckt nicht so gut wie etwas, das ein Chef zubereitet, aber es kriegt den Job erfüllt. Ah. Ja, einfach eine Mikrowelle zum Selbstbedienen. Ich glaube, das ist ein Ersatz für ja, die anderen Köche, die es im Spiel gibt. Habe ich noch nie genutzt. Ja, hier, genau.
Boah, du hast wirklich ganz hier hingereist. Nun, was wäre denn hier eine Erkundungstour ohne Risiko? Ich werde es nicht bereuen. Das Termite Kingdom hat wirklich einen ganz anderen Vibe. Es ist technologisch und auch bequem, aber es fühlt mich etwas einsam. Hast du gefunden, nach was du suchst, Kenny? Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden, dass ich diese wunderschöne Welt gesehen habe. Wo wirst du bleiben, ganz am Ende? Lass uns sagen, das Ende ist beim Anfang. Wir sehen uns doch dann. Ja, dann gehe ich da, nachdem ich das Kolosseum gesehen habe. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder sehen. Ach, ich dachte, hier wäre so noch so ein Aussichtspunkt, wo man hier interagieren kann. Scheinbar nicht. Warte. Wait, wait, wait. Eine Sache, das weiß ich nicht, aber will ich herausfinden. Man da irgendwie so hin? Lobo. Ich bin da, diese mysteriösen Butterflies hier zu erforschen. Sollte zurück sein vor Dinner. Kann man die Tür sonst irgendwie öffnen oder muss man da jetzt wirklich hinfliegen? Hier ist eine unsichtbare Wand, weil die Lampe, wie wir alle wissen, ist unendlich hoch. Aber man war es doch ganz einfach. Ich bin ja auch. Manchmal mache ich es mir echt zu kompliziert. Also ich habe den Typ zuerst im Bee Kingdom, habe ich den ja angesprochen. Ihr müsst ihn vorher noch hier ansprechen. Ist er nicht? Erwartet, der wäre jetzt hier. Weird. Da ist er da. Ist der im Kolosseum? Schaltet man den vielleicht erst nach dem Kolosseum frei? Das wäre tatsächlich ein Erklärungsansatz. Das weiß ich jetzt ad hoc nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist das mit der schwarzesten Farbe. Diese Richtung. Habt ihr es gefunden? Ah, also das ist die schwarzeste, dunkelste Farbe. Ja, ich kann es fühlen. Ich beginne das anzustarren wie in einem dunklen Abgrund. Ich hoffe, dass die Bezahlung währt. Lubberien sind das Gegenteil von Licht. Ich habe dafür keine Verwendung dafür, nachdem ich solch Dunkelheit erfahren habe. Crystalberry. Scheint ein faires Angebot zu sein. Das hellste Objekt für das dunkelste. Hehe. Bald wird Jones Art ganz da drüben sein und Artias Wüste würde beginnen. Ja, das zweifle ich an. Wir sind doch froh, dass wir nicht in Schwierigkeiten geraten sind. Quest completed. Dann lass uns das Ganze jetzt einigermaßen klug machen. Und haben wir noch irgendeine Discovery bekommen? Nein, hatten wir nicht. So, das Logbuch haben wir dann auch mal abgegeben. Und jetzt machen wir noch mal was ganz anderes. Ja, heute machen wir keine Hauptquest, sondern auch wieder nur Nebenkram. Und zwar, ich meine, hier wäre noch irgendwas versteckt, wenn man jetzt hier noch
lang fliegen würde. Hier war doch irgendwas. Hab ich Bug Me Not an? Ja, hab ich. Komm ich irgendwie hoch? Hier muss man scheinbar alle Fähigkeiten kombinieren, die es so gibt. Hab ich irgendeinen Schalter umgelegt? Ich meine, das hätte jetzt irgendwas anderes ausgelöst, dieser Schalter. Und ich meine, das hätte irgendwas hiermit zu tun. Ich meine, da gäbe es irgendeine Verbindung. Oder? Wie war das nochmal? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ja, offenbar nicht. Okay, suche ich nochmal in dem anderen Gebiet. Boah, ich kann mich erinnern, dass da was gewesen ist, aber nicht mehr was. Was hiermit? Ist jetzt der Schalter umgelegt? Ah, es gibt jetzt hier noch so einen Wind nach oben. Das habe ich eben nicht gesehen. Habe ich jetzt verpasst, aber das seht ihr ja. Verdammt. Aber seht ihr, da ist was. Ja, nicht ganz so einfach. Am Schatten zu erinnern hilft. Zu orientieren, meinte ich. Livecast! Fähigkeiten kosten HP anstatt TP, aber der gekippte Käfer braucht einen Punkt weniger, um es zu benutzen. Okay. Cool. Aber noch was zu geben. Irgendwie. Was ist hier? Ah, ein Lorebook. Und als nächstes muss man immer nach rechts. Also das ist übrigens auch so ein Versagerweg, sage ich jetzt einfach mal. Also wir müssen jetzt auch das hier zerstören. Ich komme mir ja so einfacher rüber. Nee, das ist nicht richtig.
Doch, ist es. Daran kann ich mich erinnern. Immer ganz nach rechts. Links. Das andere rechts. Übrigens, Leute, ich habe tatsächlich, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, diesen Ort gefunden vor dem Termit-Kapitol und dachte so, hey, ich habe die Stadt gefunden. Irgendwas? Okay, gibt's Heilung? Brauche ich nicht. Lass einfach reden. Hier, dieser Stadt war die erste Stadt, die von der Endqueen benutzt worden ist, als sie zuerst in diesem Land angereist ist. Aber nun ist es voll von diesen komischen maskentragenden Käfern. Was ist deren... Ja, was hat's mit denen auf sich? Hier ist irgendwas vergraben. Ein Lorebook. Wir sehen, die Detektor geht noch, schlägt nochmal aus, ein zweites Mal. Das heißt, hier ist nach wie vor noch etwas. Hier ist auch nochmal irgendetwas. Hier ist auch nochmal irgendetwas. Hier ist auch nochmal irgendetwas. Ist hier doch hier was? Hier wird doch nicht aus zum Jux hier sein. Weil ja noch irgendetwas hier versteckt ist. Einfach da, hier hinter. Nee. Hier oben. Wieso sollte man denn sonst hier hin? Diesen Magic Seed. Rein. Ich find's nicht. Der Detektor ist noch mal ausgeschaltet. Hier ist irgendetwas noch versteckt. Sehr merkwürdig, ja. Naja, ich finde es jetzt nicht. Jedenfalls bereite ich mich mal hier auf den Boss vor. Ich equippe mich mal ein kleines bisschen um. Nämlich, ich hätte gern ein anderes Setup für Kapu. Spiky Bots. Das wäre gut, aber dafür habe ich nicht genügend Punkte. Machen wir einfach Bug Me Not und das andere lassen wir einfach. Irgendetwas? Noch mehr Öl, irgendetwas und Bosskampf. Also. Ja, ich weiß, was ich ausrüsten wollte. Fuck, die zwei Punkte habe ich völlig versemmelt. Und zwar, Und zwar HP+. Hätte ich... Die zwei Punkte hätte ich sowas von für HP+ ausgeben sollen. Das war gerade sehr schlecht von mir gemacht. Habe ich nicht... Die Sekunde nicht nachgedacht. Du kannst mich nicht nochmal erschrecken. Du bist einfach nur ein Haufen von Motherflies unter... Den Mantel.
Es lädt sich auf, Leaf, wir müssen es blockieren. Wir geben doch auch Poison, meinte ich. Also es gibt eine Möglichkeit, hier den Poison-Effekt zu kriegen. Ich hätte gerne, dass Kapu den Poison-Effekt hat. Ja, der Typ kann sich leider heilen. Aber mit den neuen Schaden sollte ich definitiv mehr Schaden machen, als ich ihn heilen kann. Jetzt mit Reverse Toxin hat sich nochmal meine Verteidigung erhöht und ich heile 1 HP pro Runde. Mit HP Plus hätte ich 2 pro Runde geheilt. Werden wir sicherlich gleich sehen. Oh, scheiße, auch so 2, ja, dann ist nicht schlimm. Krass, ich dachte, ich würde nur 1 pro Runde heilen. Ja, also das ist jetzt eigentlich noch ein Kampf, der jetzt sehr lange dauert. Also. Ja, ich habe halt nicht viel zu sagen. Wird jetzt einfach nur. Werde einfach nur zusehen, wie einfach seine AP langsam runtergehen. Ist auch wieder ein Bosskampf, der jetzt einfach ist, weil wirklich kein einziger Attacke von diesem False Monarch ist Multitarget. Jede einzelne Attacke von dem, auch wenn jemand von dem Motherflies hier gegebenenfalls spawnt, treffen nur ein einziges Ziel. Macht natürlich hier sehr einfach mit der Kapo hat eine sehr hohe Defensivstrategie. Ich meine, ich heile ja auch ganze 6 HP pro Runde, zusätzlich zu der hohen Defensive, die er sowieso nicht durchsprechen kann. Also das hier ist ja wirklich. Der Kampf ist wirklich völlig frei von Skill. Solange ihr einfach nur den normalen Block macht, habt ihr nichts zu befürchten. Und auch selbst dann, ihr könnt wirklich sehr, sehr viel falsch machen und das Ganze trotzdem gewinnen. Mit mehr AP könntet ihr auch noch gleichzeitig auch nochmal Poison heilen. Wenn ihr noch eine Strategie, wenn mal Punkte übrig sind. Und wenn man es mal ein bisschen anders als üblich, werden wir den mal besiegen. Ist es nicht geil, die ganze Zeit gutes Timing zu haben? Nur damit die ganze Zeit hier gutes Timing zu haben, nur damit der dann 0 Damage macht. Du hast den Crystal Crown erhalten. Alles gut mit euch?
Ist das, was ich jetzt gemacht habe, gut oder schlecht? Okay. Dann kann ich jetzt wieder umrüsten danach. Das lassen wir so, wie es ist, aber... Den ganzen Poison Mist tun wir mal raus. Und dann machen wir wieder Resistance rein. Freeze. Numb. Weil ich klug bin. Endkompass. Sicherlich zählt das nicht als Discovery, was ich gemacht habe. Oh, doch tatsächlich. Wir erhalten eine Crystal Berry. Also ich habe noch nicht rausgefunden, was als Discovery zählt und was nicht. Also scheinbar diesen Ort zu besuchen und den falschen Monarch zu töten, irgendwas hat da gezählt. Wieder zurück. Ah, ich sehe, du hast den falschen Monarch besiegt. Möglich den Kristall haben, den getroppt hat. Ja, das ist ein hervorragendes Angebot. Hier ist eine Belohnung. Last Stand Metal erhöht die Verteidigung um 2, wenn die AP niedrig sind. 50 Speeren. Gut, mir fällt jetzt tatsächlich nichts mehr ein, was ich noch machen könnte. Außer mit der Hauptquest im nächsten Part weiterzumachen. Und darum würde ich sagen, machen wir auch immer erst im nächsten Part weiter. Beim wunderschönen Kolosseum. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich sag, ciao Leute. Wie schmeckt